Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Arburg. Herzlich willkommen zu den PlusTV News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffbranche. Mein Name ist Guido Marschall. Fakuma steht in den Startlöchern. Vom 15. bis 19. Oktober öffnet in Friedrichshafen wieder die Fakuma ihre Türen. Zum 29. Mal kommt die Welt der Kunststoffverarbeiter am Bodensee zusammen. Über 1600 Aussteller werden ihre Lösungen und Innovationen präsentieren. Erneut wird die Fachmesse einen umfassenden Überblick über sämtliche aktuellen Kunststofftechnologien bieten. Das Team von PlusTV wird ebenfalls wieder live vor Ort sein, unter anderem mit dem beliebten Format Tresentalk. Darin werden wir gemeinsam mit K-Profi und K-Aktuell-Chefredakteur Markus Lühling die Highlights der Messe Abend für Abend unterhaltsam für Sie zusammenfassen. Karrierekampagne auf der Fakuma. Unter dem Motto Mold Your Dreams, Mold Your Future beteiligt sich die Firma Arburg am speziellen Karrieretag der Fakuma und weitet die Kampagne vom Messefreitag, 18. Oktober, auf den Samstag aus. An beiden Tagen sind Experten und ein rund 30-köpfiges Azubi-Team aus Loßburg im Einsatz, um Schülern, Studierenden und Berufseinsteigern auf der Messe zu zeigen, welche Perspektiven die Kunststoffbranche und vor allem auch Arburg in Sachen Ausbildung, Studium und Berufseinstieg bietet. Deutscher Verpackungspreis für innovatives Gemeinschaftsprojekt. Nestlé Deutschland, Duo Plast und der Grüne Punkt haben gemeinsam auf der Fachpack den begehrten Deutschen Verpackungspreis entgegengenommen. Die drei Unternehmen haben neue Dehnhauben entwickelt, die in der Mittelschicht bis zu 20% Systalen, LDPE-Rezyklat aus dem gelben Sack bzw. der gelben Tonne enthalten. Zum ersten Mal kommen damit Post-Consumer-Rezyklate aus der haushaltsnahen Sammlung in einem derart anspruchsvollen Produkt zum Einsatz. Neuer IK-Präsident gewählt. Georg Pescher, Alpla-Geschäftsführer für Deutschland, Belgien und die Niederlande, ist zum neuen Präsidenten der IK, Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, gewählt worden. Pescher engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der IK für die Belange der Kunststoffverpackungsindustrie. Als IK-Präsident will er sich für eine faire öffentliche Wahrnehmung nachhaltiger Kunststoffverpackungen einsetzen. Das waren die PlusTV News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.